Mit Büchern wie Jenseits von Gut und Böse, Menschliches, allzu Menschliches, Zarathustra und Ecce Homo hat Friedrich Nietzsche sich ins Gedächtnis der Nachwelt eingeschrieben. Mit seinen Vorstellungen vom Tod Gottes und dem Übermenschen hat er das Denken des 20. Jahrhunderts nachhaltig beeinflusst, im Guten wie im Bösen. Was hat es mit diesem Philosophen auf sich, den seine Zeitgenossen wie ein geistiges Erdbeben erlebt haben? Aus Anlass seines 100. Todestages fragen wir uns, wer Nietzsche war, was er bewirkte und was von seinem Denken heute noch aktuell ist. Unsere Gäste sind der Nietzsche-Biograf Rüdiger Safranski und Herbert Schnädelbach, Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Mit Ihnen unterhält sich Clara Obermüller. Herr Safranski, Nietzsche hat von sich selbst einmal gesagt, ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Wie kommt ein Mensch dazu, von sich so etwas zu behaupten und stimmt es überhaupt? Nietzsche war ein Genie darin, große Behauptungen über sich aufzustellen. Er hat sich überhaupt so gerne auch mit sich selber beschäftigt. Er hat schon im Alter von 13 Jahren Autobiografien geschrieben unter dem Thema, wie ich wurde, was ich bin. Also er war talentiert für diese Behauptung. Bei ihm kann das nicht überraschen. Aber es stimmt, er hatte den Mund vollgenommen oder ist auch was Wahres dran? Was wollte er damit ausdrücken? Es ist zeitweilig schon etwas Wahres daran gewesen, obwohl sich auch bei Dynamit mit der Zeit die Effekte etwas verbrauchen. Aber er ist sicher einer der größten philosophischen Ereignisse für das 20. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert. Sie, Herr Schnädelbach, haben in Ihrem Vortrag zum 100. Todestag Nietzsches gesagt, Nietzsche sei der große Stichwortgeber des 20. Jahrhunderts. Muss man daraus schließen, dass das 20. Jahrhundert ein bisschen anders verlaufen wäre ohne Nietzsche? Auf jeden Fall. Und Nietzsche gehört ja zu den wenigen, die unser Denken, also unsere Philosophie damit auch wirklich revolutioniert haben. Im Unterschied etwa zur Zeit des deutschen Idealismus oder bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts gerechnet. Und bemerkenswert ist eben, dass diese großen Revolutionäre des Denkens, also ich denke auch an Kierkegaard, ich denke an Marx, an Freud, dass das alles keine Philosophieprofessoren waren. Und Nietzsche hat sich ja vergeblich um eine Philosophieprofessur bemüht. Und es ist vielleicht sogar ein Glück, dass das nicht geworden ist. Also gerade da. Also eine dadurch, Zeit lang war er ja Professor, aber nicht ja, sehr aber lange. Ja, aber eben für Altphilologie. Ja. Aber ich glaube, das war wichtig für diese Revolutionäre, dass sie etwas außerhalb des akademisch verfestigten, vielleicht auch ausgetrockneten philosophischen Diskurses gestanden haben. Und das hat gerade dieses Randständige, das gehörte, glaube ich, mit zu den Bedingungen, wenn man mal auch seine persönliche intellektuelle Sensibilität hinzunimmt, dass er, Stichwortgeber ist sicher richtig, aber besser ist noch der Ausdruck Seismograph, den Günter Fieger geprägt hat. Ich glaube, das ist noch eine bessere Bezeichnung, eine bessere Charakterisierung seiner Wirkung, die bis heute anhält. Aber man kann doch davon ausgehen, dass das Denken, das geschriebene Wort, das gedachte Wort eine Wirkung hat. Wir neigen ja oft dazu, zu resignieren, zu denken, ja, was Denken hat keine Wirkung. Es hat doch Wirkung, Ihrer Meinung nach, gehabt. Das kommt drauf an. Es ist ja so, dass es etwa im 19. Jahrhundert Autoren gegeben hat, die unendlich diskutiert worden sind, die hohe Auflagen erreicht haben und die wir heute fast dem Namen nach nicht mehr kennen. Und Nietzsche ist ja erst nach seinem Tod überhaupt zu einer Figur geworden. Er hat ja zum Teil seine Publikationen selber finanziert. Also da ist er auch ein ganz unzeitgemäßer. Und ja, über die Wirkung des Denkens, da können wir, glaube ich, sehr lange diskutieren. Vor allen Dingen ist es ja ganz unabsehbar, auf welchen Kanälen diese Wirkung erfolgt. Ich glaube, das hat mehr so etwas mit kommunizierenden Röhren zu tun, als dass man sagt, es ist tatsächlich so, dass eine Figur wie Nietzsche nun tatsächlich so mit der Faust auf den Tisch haut und das verändert dann das intellektuelle Klima in Europa. Von Ihnen ist dieser Tage ein Buch über Nietzsche erschienen, Herr Safranski, eine Biografie seines Denkens. Was hat Sie dazu gedrängt? Ich denke, allein der Todestag der 100. kann es nicht gewesen sein. Nein, das war es auch nicht. Es ist für mich ja eine Trilogie. Ich hatte ein Buch über Schopenhauer und ein Buch über Heidegger geschrieben. Und ich wollte eigentlich vor dem Heidegger den Nietzsche, weil ja dieses dazwischen. Trio Infernal, ja, das gehört doch auch irgendwie zusammen. Also ich sehe es als eine Trilogie. Und es ist an Nietzsche
das für mich jedenfalls aufregende, und ich glaube, das hängt auch mit seiner auratischen Wirkung zusammen, dass er wie wenig andere Denker das Denken als eine Leidenschaft empfunden hat. Er sagte mal, ich bin meinem Leben dankbar, weil ich mein Leben zum Denken gebrauchen kann. Ja? Also ich glaube, man versteht Nietzsche nicht richtig, wenn man sich nicht klar macht, dass bei ihm das Denken auch mit so einer Lust auch verknüpft ist, die andere Menschen aus anderen Leidenschaften, auch aus anderen Körperteilen empfangen. Und bei ihm ist sehr, sehr vieles wirklich in den Kopf gegangen. Ja? Und deswegen auch dieser eigenartige Nietzsche-Ton in seinem Philosophieren. Weil man ja auch immer den Eindruck hat, dass jetzt hier nicht ein nüchterner Diskurs stattfindet, sondern dass auch immer noch so ein anderer Ton drin ist, dass es da noch andere Bedeutungen drin stecken. Nietzsche selber, ja, hat ja in der Selbstkritik seines Tragödienbuches, das er 1872 veröffentlicht hat, hat er dann hinterher geschrieben, sie hätte singen sollen, diese Seele. Ja? Und Nietzsche wollte immer auch ein bisschen singen beim Philosophieren. Und dieser Nietzsche-Sound ist es auch, der diesen Nietzsche so unvergesslich macht. Auch wenn man manche Aussagen nicht mehr so ganz oder einen nicht mehr so sehr vom Stuhl reißen mögen. Ja? Aber die Nietzsche-Musik ist es. Und was bedeutet sein Denken jetzt in Ihrer eigenen geistigen Biografie? Ja, ich empfinde Nietzsche als eine große Ermunterung zum, wie er das genannt hat, zum Perspektivismus. Wir haben nicht die Wahrheit. So. Aber darüber brauchen wir auch nicht zu verzweifeln. Wir haben aber verschiedene Perspektiven. Jeder in seinem eigenen Leben und wir untereinander auch. Und jetzt kommt es darauf an, dieses Spiel der Perspektiven zu spielen. Ich betone auch diesen Ausdruck Spiel. Er selber hat diesen Ausdruck auch gerne benutzt. Allein in diesem Gestus, in diesem Perspektivismus, das sollte man sich ja auch klar machen, liegt eine große Immunisierung gegen totalitäre Gefahren liegen, ja, wo man sich in die Geiselhaft von irgendwelchen Wahrheiten oder vermeintlichen Wahrheiten begibt. Also Nietzsche ist auf jeden Fall, jedenfalls so hat er auch auf mich gewirkt, als eine Auflockerung, als eine Kraft der Auflockerung. Ja? Bei aller Schwere und bei allem Ernst seines Lebens. Ja eben, gerade weil es um so sehr, sehr schwere und auch sehr, sehr ernste Dinge gibt. Er sagt, Nietzsche selber sagt von sich, ich kann so sinngemäß, ich kann große Aufgaben nur im klingenden Spiel erledigen. Ja? Und im Angriff ist klingendes Spiel, sagt er. Und ich habe eine Aussage im Übrigen, nicht, die bei Nietzsche dann doch auch wiederum überrascht, weil er zum Teil ja auch mit sehr viel Pedal philosophiert hat. Also auch das Pathos, nicht, war bei ihm nun auch wirklich sehr mächtig. Also sprach Zarathustra, ja. Das muss man mal vom Anfang bis Ende gelesen haben. Also das ist ein Hochleistungssport, ja. Wie haben Sie es, Professor für Philosophie, wie haben Sie es mit Nietzsche? Ja, also ich bin schon mit Nietzsche zusammengekommen, als ich überhaupt keine Ahnung hatte, was Philosophie ist. Und zwar, das war in meinem Religionsunterricht. Und da wurde uns gesagt, Nietzsche hat Gott geleugnet und deswegen ist er verrückt geworden. Ach. Und das hat dann eine Weile gedauert. Und dann hat er Sie interessiert? Nein, noch nicht, sondern ich habe mich dann daran erinnert. Und dann habe ich noch als Schüler und auch als beginnender Student Zarathustra gelesen. Und das war für mich also ich will mal sagen, sowas wie eine existenzielle Erschütterung. Das hat mich wirklich, wirklich verfolgt. Ich habe Nietzsche nicht so wahrgenommen, wie Sie das eben beschrieben haben, sondern schon als etwas Befreiendes, aber doch gleichzeitig als ein Angebot einer neuen Dogmatik. Mhm. So habe ich so dieses Religionsstifterhafte, diese neuen Tafeln, das hat mich eigentlich primär abgestoßen. So vor dem Hintergrund meiner eigenen Biografie, das wollte ich eigentlich nicht. Und das habe ich habe die Bücher, auf die Sie sich wahrscheinlich beziehen, oder die habe ich dann erst später kennengelernt. Und dann gab es eigentlich erst mal eine lange Pause, weil während meines Studiums in Frankfurt bei Adorno und Horkheimer, da war zwar Nietzsche irgendwie immer vorhanden, aber man zitierte
ihn nicht. Mhm. Marx war eben der große Denker und das war dann doch, stand immer im Hintergrund. Man ahnte, dass meine Lehrer bei Nietzsche sehr viel gelernt hatten, aber es war einfach aus der Zeit auch nicht so präsent. Und dann, viel später, dann bin ich eigentlich erst wirklich auf den systematischen Philosophen Nietzsche. Sie haben vorhin den Religionsunterricht erwähnt. Nun ist von Ihnen unlängst in der Zeit ein großer Artikel erschienen, der Fluch des Christentums hat große Erregung in den Köpfen ausgelöst und viele Erwiderungen und Leserbriefe. Täusche ich mich oder ist darin auch etwas von Nietzsches Zorn auf alles Christliche zu spüren? Hat er da irgendwie Pate gestanden? Also dazu stehe ich und ich habe natürlich Thesen darin, die weiß Gott nicht von mir sind, sondern die sind natürlich auch durch Nietzsche angeregt, also etwa die Hochschätzung von Jesus und das außerordentlich kritische Verhältnis zu Paulus. Paulus ist an allem schuld. Das sind natürlich prägende Eindrücke also meiner früheren Nietzsche-Lektüre drin. Aber ich möchte dann doch einen deutlichen Unterschied machen zwischen Christentum und Platonismus. Das hat ja nun Nietzsche nicht gemacht, sondern er hat ja das Christentum, also Platonismus fürs Volk, genannt. Ich finde, dass er hier sozusagen einen Kurzschluss hergestellt hat zwischen der jüdisch-christlichen Tradition und dem sokratisch-platonischen Denken. Und das leuchtet mir einfach nicht ein. Und deswegen habe ich auch sorgfältig vermieden, also etwa Fluch auf das Christentum zu schreiben, sondern eben der Fluch des Christentums ist natürlich eine Anspielung auf Nietzsche, aber zugleich auch eine deutliche Distanzierung, weil ich nicht glaube, dass man auf das Christentum fluchen sollte. Aber da steht ja auch viel wahrscheinlich eigene Erfahrung dahinter. Also diese Erfahrung, dass diese ganze christliche Moral und dieses dauernde Drohen mit Gericht und so weiter, also die ganze Eschatologie, etwas ist, was einen auf Dauer lähmt und irgendwo ein Stück weit auch die Lebensfreude nimmt und so weiter. Also ich will jetzt vielleicht nicht weiter von mir sprechen, aber ich kann Nietzsche da sehr, sehr gut nachfühlen, beziehungsweise hat er mir das vielleicht vorgefühlt, dass eben in dem offiziellen, vor allem verbürgerlichten Christentum des 19. Jahrhunderts, das ich einfach auch durch familiäre Zusammenhänge auch noch sehr hautnah zu spüren bekommen habe, das ganze Befreiungspotenzial des Christentums vollkommen verschwunden war. Sondern das Christentum existierte als eine unendliche, also in meiner Erfahrung, als eine unendliche, nie erfüllbare moralische Anforderung. Und das habe ich, und nicht nur ich, doch als eine Belastung empfunden, bei der Zarathustra zunächst einmal einen Kontrapunkt gesetzt hat. Also wo man sagt, hier hast du erstmal was anderes, du hast hier erstmal eine andere Perspektive. Aber die war mir dann doch sehr, sehr schnell auch wieder suspekt, denn ich wollte ja nicht von einer Konfession zu einer anderen überlaufen. Von Ben ist der Satz überliefert oder die Aussage überliefert, Nietzsche sei für seine Generation das Erdbeben der Epoche gewesen. Das kommt ja dem Dynamit auch ein Stück weit nahe. Und Sie haben ja vorhin auch gesagt, es war eine Erschütterung, es war eine existenzielle, ein Einbruch und so weiter. Worin liegt das Erschütternde dieser Philosophie Nietzsches? Also was hat das Erdbeben ausgelöst für die Menschen damals, die Generation, sagen wir mal, eines Gottfried Benn oder eines Thomas Manns, also der jungen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts? Also der Benn, den Sie jetzt zitiert haben, in seiner Rede über Nietzsche, der hat auch gesagt, dass der Nihilismus ein Glücksgefühl sein kann und ist. Inwiefern? Ja, und ja, das ist erstmal nietzscheanisch von ihm gedacht. Gott ist tot. Wir sind die große Last, die moralische Last vor allem, sind wir los. Und wir entdecken, dass wir vielleicht auch einsam, aber frei sind. Und alle Werte, was wir machen, müssen wir nur vor uns selbst verantworten und nicht vor einer metaphysisch-religiösen Hinterwelt. So, und das ist von Nietzsche selber auch erstmal als eine Befreiung erlebt worden. Der Himmel ist leer. Eigentlich eine ermunternde Angelegenheit. Dann aber auch, bei Nietzsche ist ja dieses Pathos auch da, dann aber auch eine Beängstigung. Nicht? Dieser alte Pascal-Schock. Ich meine, wir sehen das ja hier so schön an dieser Dekoration. Das ist ja noch so die Welt, die so überwölbt ist, geradezu durch eine Sinnglocke. Ja, man fühlt sich
zu Hause. Ja? Und man fühlt sich auch gesehen. Ich sehe, also werde ich auch gesehen. Und jetzt, diese nihilistische Erfahrung ist ja in der Moderne, dass dieser Himmel platzt. Ja? Und jetzt ist diese, von Pascal schon gibt es diese wunderbare Formulierung, ich blicke in die leeren Räume und mich graut es. Ja? Keiner sieht mir zu bei meinem Leben. Ich will sagen, es hat auch eine Beängstigung. Und Nietzsches eigenartiger Ton ist, dass Befreiung und ein heroisches Gefühl, aber wir werden sehen, wir halten es auch ohne diese metaphysische Obhut aus. Aber die ganze Rechnung geht ja eigentlich nur auf dieses Befreiungsgefühl, auch bei Nietzsche, so würde ich das sehen, weil er, so wie Sie auch sagen, Herr Schnedelbach, das Christentum und diese metaphysische, religiöse Sinngebung des Christentums unter der Voraussetzung kritisiert hat, dass er den Gott als einen moralischen Gott gesehen hat. Also diesen großen metaphysischen Kompromiss zwischen Gott und Moral, den fand er so unerträglich. Ja? Aber was ganz anderes ist es bei Nietzsche, er war ein zutiefst religiöser Mensch. Er wollte die Entkoppelung der Religion von der Moral. Aber wo er sehnsüchtig sein ganzes Leben hinterher war, war der, ich will es mal so nennen, der außerordentliche Zustand. Also ein besonderes Intensitätsgefühl des Daseins. Dafür fand er sich dann einen anderen Gott. Ja, das war dann Dionysos. Da diesem ekstatischen Daseinsgefühl, das immer auch in der Religion mit drin ist, die ist ja nie immer nur Moral, dieses ekstatische Daseinsgefühl oder diese Feier und Heiligung des Lebens, dafür wollte er auch eine Form finden. Und man könnte sogar sagen, dass jedenfalls ein Sinn dieses ganzen Nietzschischen Projekts war, wie vermeiden wir in der Moderne den Absturz in die Banalität? Wie vermeiden wir, dass die Entzauberung, das Verschwinden der alten Götter, das Kraftloswerden der christlichen Religion dazu führt, dass man in die Trivialität, in die Banalität, in die Eindimensionalität, in den Naturalismus, in den Materialismus, in den Konsumismus abstürzt. Wie verteidigt man den Wert des Lebens, wenn die alten Instanzen der Sinngebung verschwinden? Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, der er sich ausgesetzt hat. Ja, ich glaube aber, dass er, Sie sagen religiös, aber was bei ihm dann damit sofort zusammengeht, ist eben der Ästhetizismus. Also dieser alte Satz, nicht, oder der frühe Satz von ihm, dass die Welt nur als ästhetisches Phänomen gerechtfertigt werden kann, das zeigt ja ein Amalgam von Kunst, Religion und freiem Geist, um das mal so zu sagen. Der Kunst, und das, da steht er ja auch sehr nah bei Wagner, bei aller Gegnerschaft zu ihm, dass der Kunst selber eigentlich religiöse Aufgaben zugewiesen werden. Und ich glaube, Dionysos ist auch ein Apostel dieser letztlich ästhetischen Religiosität. Aber ich wollte gerne noch mal zurückkommen auf die Frage der Erschütterung. Sie haben das schon angedeutet, aber ich möchte es vielleicht noch mal ein bisschen aufgreifen. Es ist, glaube ich, diese Erfahrung der Sinnlosigkeit, die drohende Sinnlosigkeit der Welt, unseres eigenen Lebens. Hegel hat in der Rechtsphilosophie schon davon gesprochen, von dem drohenden Atheismus der sittlichen Welt. Man kann sehr schön zeigen, wie sich dann im 19. Jahrhundert der Begriff des Sinnes und der Begriff der Sinnlosigkeit, die Angst vor der Sinnlosigkeit in der Philosophie in den Vordergrund schiebt. Also Kant und Hegel haben diesen Begriff noch ganz nebenbei verwendet. Und ich glaube, dass man diese Sinnlosigkeitserfahrung, diese Erfahrung einer grenzenlosen Enttäuschung hinsichtlich aller sinngebenden Instanzen, dass man das gar nicht hoch genug einschätzen kann, wenn man auf diese Generation, von der wir eben gesprochen haben, einmal sieht. Und dann erinnere ich mich also an mein Poesiealbum als Junge, und da hat jemand reingeschrieben, das Leben hat den Sinn, den man ihm gibt. Und da kann ich das aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben, das ist eine unglaubliche Überforderung, einem jungen Menschen zu sagen, nun gib mal deinem Leben einen Sinn. Es gibt keinen Sinn des Lebens. Du musst ihn dir selber geben. Und das, da möchte ich dann das auch gerne bestätigen, was Sie sagen. Diese Mischung aus vollständiger Desillusionierung und gleichzeitiger absoluter Überforderung. Das ist, glaube ich, dann so eine kritische Masse, die dann eigentlich das erzeugt hat, was man dann so Nietzscheanismus nennen muss. Was hat denn bei Nietzsche selber jetzt diese
sind Krise ausgelöst? Also ich meine, aus heiterem Himmel kommt man ja nicht zu so einem Satz, Gott ist tot. Naja, ich meine, Nietzsche ist da schon sehr ein Kind seines Jahrhunderts, nicht? Also das muss man sich schon mal vorstellen. Er war im Pfarrhaus groß geworden, nicht? Und dann ja auch von der Mutter, von der Familie, von der Familientradition eigentlich vorgesehen, auch für die Pastorenlaufbahn, nicht? Und das erste Semester studiert er ja auch noch Theologie und geht dann in die klassische Philologie und ist dann sogar dann ganz stolz, erklärt er dann seiner Mutter, ja, dass er eigentlich nicht mehr an den Gott der Familie da glaubt. Ja? Also das ist auch diese klassische Pubertätskrise, die er macht, obwohl er dann in dieser Zeit auch dieses berühmte Gedicht schreibt an den unbekannten Gott, ja, dem ich Altäre geweiht, ja. Also schon in dieser Zeit, als er sich von der Theologie verabschiedet, spielt er mit, wie soll man das nennen, mit dieser theogonischen Potenz, mit der Fähigkeit, die wir haben, die wir auch immer noch haben, Götter zu erfinden. Ein neuer Gott. Wär's das nicht, ja? Wär's das nicht ein neuer Gott, der mal nicht so so daherkommt wie der Gott von Naumburg und dem Naumburger Milieu? Eben dieser sehr stark mit der Moral und auch mit einer sehr bigotten Moral verbundene Gott. Nein. Auch da schon sehr früh bei Nietzsche, der christliche Gott in dieser moralischen Gestalt nicht, aber bitteschön auch nicht etwas Banales. Es muss schon was Besonderes sein, das Leben. Ist es eigentlich ein Zufall oder wenn nein, was bedeutet es, dass Nietzsche ja nicht sagt, es gibt keinen Gott oder ich glaube nicht an ihn oder ich leugne ihn, sondern er sagt, er ist tot und er bleibt tot und fügt dann dazu, wir haben ihn getötet. Das ist doch eine völlig andere Haltung eigentlich. Ja, das ist natürlich nicht einfach Atheismus. Über Atheismus hat er sich ja auch lustig gemacht. Sondern das ist eben ein sehr tiefsinniger Gedanke, den er ja zunächst einmal dem tollen Menschen in den Mund legt, also einem offensichtlich Verrückten. Denn niemand von uns würde sagen, Gott ist tot. Das ist ungefähr so, wie Lichtenberg gesagt hat, naja, es gab eine Zeit, da war die Seele mal unsterblich, aber das ist lange her. Also das passt eigentlich zunächst einfach gar nicht zusammen. Es ist zunächst einmal natürlich darin ein traditionelles religionskritisches Element, also was er ja von Feuerbach hat. Nicht? Der Mensch schuf Gott sich zum Bilde. Also aber das wäre noch gar nicht genug, um nun diesen Satz Gott ist tot wirklich zu interpretieren. Wir haben ihn umgebracht. Nein, ich denke, was hier dahinter steht, ist diese Einsicht in das, was meine Lehrer die Dialektik der Aufklärung genannt haben. Also Aufklärung in dem Sinne eines langsam fortschreitenden, in Europa von niemandem gesteuerten Prozesses der reflexiven Einsicht in das, was man geglaubt hat. Und dann immer das weitere Schreiten des Entdeckens, dass es eigentlich selbstgemachte Götter gewesen sind. Dass es selber gesetzte Sinngeber waren, die man da gewissermaßen halluziniert hat. Und dieses wir haben ihn umgebracht, ist eigentlich das, was ich vorhin schon nannte. Es ist kein Verbrechen. Also das sind sozusagen keine Mörder, die Gottestöter, sondern das sind diejenigen, die sich in diesem unaufhaltsamen Prozess der Aufklärung, angetrieben durch eine geradezu fanatische Redlichkeit, die ja Nietzsches Denken auch auszeichnet, dann eigentlich fast naturwüchsig dazu gebracht werden, die Transzendenz abzuräumen. Und das dann sozusagen zu zerstören. Also dass Gott tot ist und dass wir es gewesen sind, die ihn umgebracht haben, das ist gewissermaßen selber ein Schicksal. Das, ich glaube, so muss man es sehen, um den Ernst dieses Satzes wirklich wahrzunehmen. Ich weiß nicht. Es ist ein Schicksal, aber Nietzsche, wie soll ich sagen, Nietzsche will bei diesem Abbau von Naivitäten, ja, also man wird immer raffinierter, immer reflexiver, man entdeckt immer mehr und vor allem entdeckt man auf der Ebene der gegenständlichen Erkenntnis im Weltraum nirgendwo einen Gott, also so weiter. Also es ist eigentlich immer unmöglicher, auf dem Felde des Wissens noch einen Gottesbezug zu haben. Es bleibt dann noch so ein Glaube, aber der wird dann also aus dieser Perspektive als ein Kinderglaube angesehen und so weiter. Diese ganze Entwicklung
Sieht Nietzsche, vollzieht sie auch mit? Er studiert ja auch die Naturwissenschaften, hat eine große Neugier. Zeitweilig hat er das Gefühl, er hat das falsche Studium, er hätte Naturwissenschaften machen sollen. Also das alles zieht ihn sehr an. Aber ich muss noch mal sagen, was er aber fürchtet ist, und das beschreibt er auch in diesem Stück, der tolle Mensch, dass aus denen, die da den Gott beiseite geräumt haben, dass die das Beste in sich selbst auch verlieren. Das Beste in sich selbst auch verlieren. Und Nietzsche, und das macht ihn so aufregend. Also für mich, Sie hatten mich auch gefragt, was mich jetzt eigentlich besonders fasziniert. Da muss ich sagen, für mich ist er eine Figur, der versucht, in der säkularisierten Moderne, in der Moderne, in der aufgeklärten Moderne, die eigentlich auf dem Felde des Wissens für den Glauben und die Religion keinen Platz mehr hat, der in dieser Moderne versucht, ja nicht eigentlich eine Wiederverzauberung nach der Entzauberung, aber den Geheimnischarakter des Lebens gegenüber den banalisierenden und reduktiven Tendenzen zu bewahren. Irgendwie etwas zu bewahren, was in der Religion mal drinnen gesteckt war und was nun nicht verloren gehen soll. Aber man hat noch keine richtige Form, wie man es bewahren könnte. Ja, das ist, und Nietzsche hat eigentlich sein ganzes Leben lang sozusagen experimentiert mit Formeln. Mit Formeln für das, was es zu bewahren gilt. Dann spricht er mal von der Vornehmheit. Dann hat er die Formel, wir müssen aber so leben, dass wir mit uns befreundet sein können. Man muss eine Selbstachtung. Dann reduziert er das ganze religiöse Phänomen auf die Fähigkeit, eine Ehrfurcht haben zu können. Und zwar eine Ehrfurcht, die mit sich selbst anfängt. Also die Würde, die Schöpferkraft, die wir an uns selbst schätzen und pflegen sollen. Unsere Neigung, mehr zu sein als Wesen, die auf Nützlichkeit rechnen, sondern, dann sagt er, wir müssen verschwenderisch sein. Ein großer Geist ist verschwenderisch, ist hingebend, ist nicht berechnend, ist kein Knisterkrebs. Ja? Er ist was, ne, so. Also so versucht er Form. Und dann auch zum Teil auch aus einer Ratlosigkeit, steigert er sich dann auch in so Formeln vom Übermenschen. Dann ist auf einmal der Übermensch da. Aber alles, denke ich, ist der Versuch, etwas zu bewahren, was bitteschön nicht verloren gehen soll, wenn der Himmel leer ist. Ist es nicht auch der Versuch, es auszuhalten in dieser entgöttlichten Welt? Ja, also, aber nicht nur. Also, weil er den Trost der Religion, der Moral und so weiter, den weist er ja explizit zurück, den hat er ja nicht. Musste er sich diesen Preis des Lebens, diese Huldigung des Diesseits oder eben die Idee des Übermenschen, waren das nicht auch Versuche, es irgendwo in dieser Leere auszuhalten? Ja, ich denke, dass man eben sehen muss, er möchte nicht, dass wir Positivisten werden. Ja, genau. Ich meine, das ist auch seine Kritik am Darwinismus. Also Überleben ist nicht genug. Da ist er Platon. Nicht? Platon schreibt im Staat, wenn wir alles haben, dann sind wir erstmal ein Staat von Schweinen. Das sind wir natürlich noch gar keine Menschen. Also gerade dieses Überschreitende, dieses Transzendierende, das ist dasselbe Wort. Das, was sich einfach im bloßen Dasein, in der bloßen Reproduktion des Lebens nicht erschöpft, das hat er versucht festzuhalten. Und da ist ihm ja zunächst einmal die Kunst entgegengekommen. Und ich glaube, dass dann eben die große Enttäuschung mit Wagner ja auch bedeutet hat, dass ihm das dann auch weggebrochen ist. Also die Kunst kann das nicht mehr leisten. Und dann kommt eben, dann kommen diese verschiedenen Versuche, das nun zu retten. Ich stimme da völlig mit Ihnen überein. Man kann natürlich darüber streiten, ob man das dann religiös nennen will. Ich kann aber vielleicht noch mal auf die Begriffe zurückgehen. Ich sehe also in dem, was Sie angezogen haben, eben auch, das war Nietzsches große Chance, eben das Religiöse von der Moral abzukoppeln. Und das kann man auch begrifflich ganz gut fassen. Man sieht das auch in dem terminologischen Übergang vom Begriff des Zwecks zum Begriff des Sinns oder zum Begriff des Werts im 19. Jahrhundert. Und solange man eben die Welt seit Aristoteles noch bei Hegel als teleologisch, also nach Zwecken geordnet angesehen hat, dann bedeutet das ja für jedes Individuum sofort eine normative Einbindung, die dann eben heißt Moral. Und das ist eine teleologische Moral, die also auf Zwecke hinweist. Und dann kommt der Begriff des Werts an die Stelle und der Begriff des Sinns. Und da kann man zeigen, und das hat Nietzsche ja sehr deutlich gemacht, dass man sehr wohl sich um so etwas wie Sinnressourcen
kümmern kann, dass man sich Gedanken machen kann über neue Werte, über neue Tafeln. Aber das muss dann nicht eine Erfindung einer neuen Moral sein. Mhm. Also es ist eine, man hat sozusagen Ellenbogenfreiheit. Und dann hat er, dann entwickelt er wirklich ein sehr breites Reservoir. Ich möchte noch anfügen, dass er eben nicht Positivist ist, dass er uns auch nicht vorschlägt, das zu sein. Das steckt dann auch in seinem Begriff des Lebens, den er ja von Schopenhauer übernimmt, aber dann eben doch so instrumentiert, dass eben Leben heißt Steigerungswille. Wille zum Leben heißt Wille zur Selbstgestaltung. Deswegen die Verachtung des Darwinismus. Das sagt, das ist englischer Hinterhof. Nicht? Dieses Kreative des Lebens, das ist das, was er dann unablässig beschwört. Und das steckt ja dann auch in diesem großen Thema Wille zur Macht, was ja immer systematisch missverstanden worden ist. Ich denke, dass heute klar ist in der Diskussion, dass das eigentlich der Kern dieser schillernden Formel ist. Leben als ein sich steigerndes, als ein produktives, kreatives, dass man überall entdecken kann, auch in den perversen Formen. Gerade dort ist es auch rätselhaft, wie es dann möglich sein soll, dass der Wille des Lebens, der Wille zur Macht sich in der Dekadenz gewissermaßen selber in die Quere kommt. Aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Und der Übermensch wäre derjenige, der das alles erfüllt, der das alles ist, was er anstrebt. Er sagt ja mal, seine Formulierung ist, im Zarathustra heißt es, ich fand den Übermensch am Wege, so, ja, entnahm ihn auf, ja. Man muss sich das eher so vorstellen, weil er die Gefahr gesehen hat, dass wir unter unser Niveau rutschen können. Also der Mensch ist wirklich, sagt auch mal Nietzsche, er ist ja so wirklich voller wunderbarer Formulierungen, dann sagt er, der Mensch ist das nicht festgestellte Tier. Was heißt das? Das heißt, also ein Tier bleibt das Tier, das realisiert sein Programm. Aber wir sind so wundersame Wesen, ja, dass wir uns selbst verfehlen können. Ja, ein Tier kann keine Bestie sein, aber wir können es werden. Wir können unter unser Niveau rutschen, wir können uns verfehlen, wir können Nein zu uns sagen und so weiter. So, weil das so ist, ja, haben wir auch die Tendenz, unter unsere Möglichkeiten zu rutschen. Und jetzt entwickelt er seine Übermenschenvision sozusagen als dasjenige, was man über sich hinauswirft, damit man nicht unter sich herunterfällt. Ja? Das ist also nicht so ein festes Bild, ja, wo man sagt, hier ist der Übermensch, so müssen wir meinen, sondern das ist, hat so etwas wie eine nützliche Fiktion. Ja, man macht sich dies, um nicht zu fallen. Nun, aber ich meine, Nietzsche ist, ich will das gleich sagen, da kommen wir auch in eine sehr heiße Debatte, weil Nietzsche ist da sehr, sehr widersprüchlich. Ja? Es gibt den Übermenschen und auch den Willen zur Macht, gibt es dann doch tatsächlich in zwei Versionen. Also das kann man besonders schön beim Willen zur Macht sehen. Ja? Ich habe es für mich jetzt immer so genannt, es gibt ein Kammerspiel des Willens zur Macht und auch ein Kammerspiel des Übermenschen und ein Welttheater des Willens zur Macht und des Übermenschen. Und das Kammerspiel des Willens zur Macht ist das, Herr Schnedelbach, was Sie jetzt eben auch angesprochen haben, es ist diese Macht im Kern, die Macht auch über sich selbst, das Selbstgestaltung und Selbststeigerung. Also Stifter seines eigenen Lebens, ja, Stifter, sein. So. Das ist sozusagen, gehört in diesen Bereich Lebenskunst. Ja, das ist fast so in der Tradition von Montaigne, auch in diesen ganzen wunderbaren Aphorismen von Nietzsche, wie man mit sich selber würdevoll und im Sinne der Steigerung und mehr aus sich machen umgehen kann. Das ist sozusagen das innere Programm von Willen zur Macht. Das ist das Kammerspiel. Ja? Und es gibt aber eben auch, Nietzsche ist auch darin ein Kind seiner Zeit, in diesem beginnenden biologischen Zeitalter. Er hat auch experimentiert mit Visionen der großen gattungspolitischen Entwicklung. Richtig, ja. Ja, er hat auch da gibt es auch ganz furchtbare Sätze. Ja, und insofern ist er da auch, Sie haben mal vom Seismograph gesprochen, da ist er aber auch ein Symptom. Ja, da ist er ein Symptom auch der Verführbarkeit des durch naturalistische Visionen, wie man die Menschheit insgesamt emporzüchten kann. Nicht
auf dem Schauplatz des Einzelnen, sondern durch ein ominöses Kollektiv. Wie soll das gehen? Ja? Und da fallen dann auch Sätze von der Notwendigkeit der Ausmerzung des Entartenden, sagt er. Er sagt nicht die Entarteten, aber er sagt Ausmerzung, hüllt sich da etwas ins Dunkle, man weiß nicht genau. Kurzum, er sagt, er ist Dynamit, ja. Er hat mit gattungspolitischen Visionen der Hörzüchtung der Menschheit insgesamt experimentiert. Und diese beiden Versionen des Willens zur Macht gibt es bei ihm. Ja? Nur aber zum Übermenschen, da möchte ich noch etwas sagen, da möchte ich Ihnen vielleicht auch ein bisschen widersprechen. Also Sie haben gesagt, der Übermensch ist mehr so eine Projektion. Er sagt ja, also der Mensch ist ein Seil geknüpft zwischen dem Tier und dem Übermenschen. Ich glaube, ich nicht ganz genau zitiert. Ich glaube, man kann noch etwas mehr sagen über den Übermenschen. Was ist eigentlich das Übermenschliche am Übermenschen, kann man fragen. Mhm. Und er hat ja wirklich eine Anthropologie des Übermenschen. Jedenfalls in Ansätzen. Und da muss man, glaube ich, auf den Gedanken der ewigen Wiederkehr zu sprechen kommen. Also ich verstehe den Übermenschen oder das Übermenschliche des Übermenschen darin, dass er uns zumutet, die ewige Wiederkehr nicht nur denken, sondern auch ertragen zu können. Und das wäre nur zum Verständnis, das wäre quasi das Gegenteil dessen, dass das Leben und die Entwicklung der Menschheit, die Welt als Ganzes, einen zielgerichteten Sinn hat, wie man das früher glaubte. Ja. Also der Gedanke der ewigen Wiederkehr ist ja ein Gedanke, der eigentlich in der Stoa zuerst gedacht worden ist. Also da ist eben in der Stoa, da ist erst das Urfeuer, daraus entsteht alles und am Schluss kommt ein fürchterlicher Weltbrand, so die Götterdämmerung bei Wagner. Und dann entsteht alles von vorne und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieser Gedanke der ewigen Wiederkehr, der ja bei Nietzsche nur an wenigen Stellen wirklich vorkommt, hat aber, glaube ich, für den Gedanken, für die Figur des Übermenschen eine Schlüsselfunktion. Denn man muss sich mal diese psychische Stärke vorstellen, die man aufbringen müsste, um wirklich aus vollem Herzen zuzustimmen, dass nicht nur das, was wir jetzt hier machen, sondern auch unser ganzes bisheriges Leben und unser restliches Leben von Ewigkeit zu Ewigkeit immer wieder geschehen wird. Und das ist ja die größte Daseinsbejahung, die Nietzsche, also die man überhaupt denken kann, und die hat Nietzsche gedacht. Und ich denke, das muss man noch hinzusetzen. Ja, und hatte er die Kraft, das auszuhalten, oder war er eigentlich das pure Gegenteil von all dem, was er da postulierte? Also ich muss Ihnen sagen, ich habe bei diesem, ich kenne ja diese Argumentation, nicht? Tatsächlich, er sagt, der Übermensch hält diesen Gedanken aus. Ich kann mir aber nicht helfen, ich glaube dem Nietzsche das. Das glaube ich ihm einfach nicht. Ja? Also dieser Gedanke der ewigen Wiederkehr, was soll der eigentlich so Schreckliches haben? Ist was Ausgedachtes. Es ist was Ausgedachtes. Ich habe doch mal genau verfolgt, also er beschreibt ja im Tagebuch oder in seinen handschriftlichen Notizen, als er diese große Vision hatte, 1881, August in Sils Maria, ja, wo ihm dieser Gedanke kam, und später beschreibt er auch dieses Inspirationserlebnis und so. Und wenn man jetzt mal genau die Aufzeichnung aus dieser Zeit anguckt, ja, da macht man eine ganz überraschende Entdeckung. Da plagt er sich mit so pseudophysikalischen Gedanken herum. Ja, nicht? Dann hat er dann irgendwo gelesen, ja. Entropie. Also ist ja auch irgendwie rechnerisch klar, in einer unendlichen Zeit, ja, eine begrenzte Menge von Materie- und Energiezustände muss, rechnerisch, ja, müssen alle möglichen Konstellationen in einer unendlichen Zeit schon mal durchgespielt worden sein. Es ist fast so wie eine Rechenaufgabe, ja. So, aber bitteschön, also von solchen Rechenaufgaben in einer unendlichen Zeit müssen alle Konstellationen mal schon da gewesen sein. Das erschüttert einen doch eigentlich nicht so sonderlich. Und man bemerkt auch in den Aufzeichnungen, dass ihn das eher... Also als ihm der Gedanke kam, war er eher froh, ja, dass er so eine schöne Formel gefunden hat. Das heißt, ich habe mit diesem Entsetzen, den dieser Gedanke verbreiten, auch bei uns, wir äußern den doch jetzt auch hier so ganz locker. Keiner von uns ist doch sonderlich entsetzt. Irgendeine verdeckte Erschütterung. Ich halte das mit der falschen Adresse, sondern es ist in diesem Gedanke, dieser Gedanke der ewigen Wiederkehr, ja, der hat ihn intellektuell fasziniert, ist ja auch. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen einer intellektuellen Faszination und einer existenziellen Erschütterung. Und ich glaube, dieser Gedanke der ewigen Wiederkehr
das ist auch schwer nachvollziehbar, hat kein erschütterndes Potenzial, aber eine intellektuelle Faszination. Ja. Ja. Aber etwas anderes, wenn ich das noch sagen darf, etwas anderes ist da drinnen. Ja? Und da kommt man so sehr, sehr tief in diese innere Struktur von dem Nietzsche. In diesem Gedanken steckt, der ist brauchbar im Sinne so einer Art Autosuggestion. Man kann sagen, lebe dein, so hat er es dann auch mal formuliert, lebe dein Leben so, dass, wenn es eine ewige Wiederkehr gäbe, du nicht fürchten müsstest, dass dir der Augenblick wiederkehrt, ja, und dass du mit Grauen nur diesem der Wiederkehr entgegen. Das heißt, lebe den Augenblick so, dass er für dich ein gelingender Augenblick ist. Es entscheidet sich nie etwas in der Zukunft. Es entscheidet sich immer im Jetzt. So wie im Kreis gibt es keinen Punkt, der näher am Mittelpunkt ist, ja, es gibt keinen privilegierten Punkt. Und so gibt es keinen privilegierten Augenblick, der auf irgendeinen gelingenden Augenblick zuläuft, sondern alles entscheidet sich jeweils im Moment. Und diese Formel, die hat ihn entzündet. Das war für ihn eine Formel für die Heiligung des Jetzt. Ja. So hat das ja, aber ich darf Ihnen noch mal widersprechen. Also erstmal dieses Experimentieren damit naturwissenschaftlich mit Entropie und so, das hat er ja bald gelassen. Das hat er ja auch gemerkt, dass das eine Sackgasse ist. Ja, er wollte 10 Jahre studieren. Ja, aber er hat es gelassen. Ja. Und ich stimme Ihnen zu, dass das auch sozusagen ein Lebensprinzip ist. Aber ich würde es nicht so in diesem Sinne verstehen wollen wie lebe so das. Also dann hätte ja sozusagen auf den Gedanken der ewigen Wiederkehr sozusagen eine neue Moral begründet. Und das vermag ich nicht zu sehen. Ich habe auch nicht behauptet, dass dieser Gedanke selber so eine existenzielle Erschütterung erzeugt, sondern ich habe ja nur gefragt, ob wir wirklich imstande wären, diesen Gedanken nicht nur als intellektuelles, sondern auch als Lebensprinzip zu akzeptieren. Und da, glaube ich, sind wir nicht so stark. Denn wir haben alle das Bedürfnis zu sagen, ja, wenn ich noch mal leben könnte, dann würde ich vielleicht lieber das machen. Und das tut mir leid und das würde ich nicht tun. Also richtig ist natürlich diese Dreistufigkeit, die besonders ja Löwit hervorgehoben hat. Nicht du sollst, das ist gewissermaßen das Knechtschaftsstadium. Dann kommt die höhere Stufe, dass man sagt, ich will. Und dann gibt es eben noch eine höhere. Und die heißt einfach, ich bin. In Ewigkeit, so wie ich bin. Und da glaube ich, dass Nietzsche, also ich glaube nicht, dass Nietzsche wirklich im Ernst geglaubt hat, dass man diesen Gedanken aushalten kann. Ich glaube, dass er diesen Gedanken wirklich für den Übermenschen reserviert hat. Und dass er ihn so charakterisiert, dass er derjenige Mensch wäre und eigentlich also das Übermenschliche ertragen könnte. Ja. Das eigene Leben nicht revidierbar zu finden. Das ist eine Zumutung. Er hat ja auch mal gesagt, er hätte den Eindruck, dass er mehr Freigeist sein wollte oder möchte, als er es eigentlich im tiefsten das ist, könne. Das, also das ist so ein Widerspruch in seinem. Ja, aber das ist natürlich, da erwähnen Sie eine ungeheuer wichtige Sache von ihm. Ich sehe auch, die hängt für mich anders mit dem Thema zusammen, das wir jetzt gerade besprechen. In dem Satz, den Sie da zitieren, das ist aus einem Brief, den er geschrieben hatte, 1882, und den hat er dann noch oft verwendet. Und das ist seine Theorie der zwei Naturen. Da sagt er ja, Freunde sagen von mir, du bist gar nicht so ein Freigeist, wie du tust. Und dann schreibt er, dann sagt er in einem Brief, ja, ich musste mir eine zweite Natur erfinden, um mit meiner ersten klarzukommen, um meine erste auszuhalten. Da geht er ausdrücklich darauf aus, auf das Problem, dass wir sind, das ist unsere erste Natur, unsere Prägung, das, was wir körperlich von der Natur mitbekommen haben, aber auch, was uns das Milieu aufs Auge gedrückt hat sozusagen. Und dann, zweite Natur heißt Kultur, heißt etwas aus sich machen, wozu man gemacht worden ist. Und diesen Spielraum, etwas machen, das war bei ihm dann vor allem das Projekt auch des philosophischen Denkens und des philosophischen Lebens. Das war seine zweite Natur. Das war seine Masken, was er, wenn er sagt, ich setze mir Masken auf, alle Tiefe liebt Masken und so weiter. Ich spiele Figuren, ich denke, ich experimentiere. Also ich mache aus mir etwas. So. Das heißt, dazu hat er sich bekannt. Dazu hat er sich bekannt. Er hat deswegen auch, war es ihm so wichtig, eine ironische Distanz zu jedem seiner Gedanken zu haben. Er wollte nicht das Opfer seiner eigenen Gedanken sein. Er wollte immer der schöpferische Ding. Wenn er dann am Ende in seine Bilder sozusagen gestürzt ist, ist das ein Problem. Das war ein großes existenzielles Problem und das ist auch dann der Untergang. Aber ich erwähne das,
in Anknüpfung an das, was Sie sagten, Frau Obermann, diesen Spielraum, eine zweite Natur aus einer ersten zu machen, das ist der Spielraum der Freiheit. Und jetzt haben wir das Problem, was ist denn mit diesem berühmten Amor Fati, ja, mit diesem Fatalismus, was ja auch in dieser ewigen Wiederkehr drin liegt. Das ist wirklich ein Kardinalproblem bei Nietzsche. Wie verbindet man in dieser Theorie der ewigen Wiederkehr, ist ja eigentlich eine ganz große fatalistische Vision. Ja? Alles, ja, es gibt da eigentlich keinen Platz für Freiheit. Gleichzeitig aber hier er mit erster und zweiter Natur. Er hat das Eros der Freiheit. Ja? Und diese beiden Dinge, die kriegt man theoretisch gar nicht zusammen. Aber das Spannende an Nietzsche ist, dass trotz seiner Theorie der ewigen Wiederkehr bleibt er ein aufregender Philosoph der Freiheit, ja, der praktizierten Freiheit in der Form der Selbstgestaltung. Das ist das Interessante. Lassen Sie uns noch jetzt ein bisschen auf die Gegenwart kommen. Die Zeit läuft uns etwas davon. Wir haben von der Befreiung, von der Provokation, von der Erschütterung, dem Erdbeben und so weiter gesprochen, was Nietzsche alles ist und war für seine Zeitgenossen und weit darüber hinaus. Und wir sind uns, glaube ich, einig, dass er wie kein Zweiter das 20. Jahrhundert im Guten wie im Allerschlimmsten beeinflusst hat. Was bleibt denn von alledem? Also was ist heute noch provokativ an seinem Denken? Was ist heute noch befreiend? Was ist heute überhaupt noch aktuell? Ja, also ich muss zunächst mal sagen, wenn ich von mir ausgehe, dass ich habe den Eindruck, ich bin einer der Letzten, die überhaupt Nietzsche noch so existenziell gelesen haben. Das ist ein Eindruck. Also ich denke, dass Nietzsche in einer geradezu bedauernswerten Weise zum Klassiker wird, geworden ist, vielleicht schon seit zwei Jahrzehnten, zumindest in Deutschland. Es gibt also dann Nietzsche-Kongresse, Nietzsche-Gesellschaften, ist ja alles schön und gut, aber es findet eine Musealisierung statt. Mhm. Und das kann ich nun besonders bei meinen Studenten ablesen, dass die Nietzsche interessant finden. Aber ich habe überhaupt noch nie gespürt, dass das ein Philosoph ist, der sie anspringt, gegen den sie sich irgendwie wehren müssen. Oder erschüttert, ja, wie ja, wir das ja, festgestellt so, haben. So in diesem Sinne. Und dann ist es erstaunlich, wie dann eben diese großen Themen, die werden dann eben zum Lehrstoff und zum Prüfungsstoff. Und Nietzsche hat gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich also über Genealogie der Moral schon Prüfung abgehalten habe. Ich finde aber, eine solche These zu sagen, früher gab es Gut und Schlecht und die Guten waren die Starken und die Schlechten waren die Schwachen. Und dann gab es den Sklavenaufstand der Moral. Und das, was vorher das Miese war, ist nun plötzlich das moralisch Gute und was das Starke war, das war das moralisch Schlechte. Das müsste doch eine These sein, die jeden herausfordert. Und ich stelle das einfach nicht fest, dass das noch existiert. Ich möchte einfach so weit gehen zu behaupten, dass auch heute Atheismus schon nicht mal mehr ein Thema ist. Also mit dem Satz, Gott ist tot, kann man heute keinen Hund hinterm Ofen hervorlocken. Mhm. Ich denke, wir fangen an, in einer Zeit nach Nietzsche zu leben. Das hängt damit zusammen, dass natürlich der Marxismus lange, also die intellektuelle Linke sehr bestimmt hat. Nietzsche war da noch interessant sozusagen als Lektüre im Schlafzimmer, Schränkchen oder unter dem Kopfkissen unter den Linken. Naja, und dann ist das weg. Und also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Gefühl, wir leben so in einem neuen Epikureismus, also in einer poststoischen Welt, in einer intellektuellen Welt, in der die großen Themen zu wissenschaftlichen Themen geworden sind und wir uns, wenn es um uns geht, in einer ziemlich kleinteiligen Alltagsrationalität einhausen. Ich will gar nicht behaupten, dass das so schlimm ist, denn gerade unser Jahrhundert, in dem wir ja immer noch leben, hat uns ja reichlich oder überreichlich an Heroismus und Nihilismus Faszination gebracht und so dass ich das gar nicht einfach nur bedauere, aber ich glaube, ich wüsste gern, was Sie dazu meinen. Mhm. Naja, da kann ich direkt anknüpfen. Also ich denke, was für mich das Faszinierende ist und ich auch denke, dass Nietzsche notwendig ist, dass gerade weil es so ist, wie Sie das jetzt beschrieben haben, die Beschreibung würde ich auch unterzeichnen und würde jetzt noch dazu setzen, dass wir noch das zusätzliche Problem haben, dass wir in dieser so reichen Gesellschaft, die wir sind hier, ja, dass wir keinen Sinn oder einen immer geringeren Sinn dafür haben, dass der Mensch ein Wesen ist, das nicht nur ausgebildet, sondern gebildet werden müsste.
und das sich selbst auch bildet und als etwas Kostbares ansieht. Und zwar als etwas Kostbares nicht im Sinne, dass man nur funktionsgerecht an irgendwelche Arbeitsprozesse sich anhängen kann und dann wie ein Hamster im Rade läuft, sondern dass der Mensch sich selbst ein Zweck ist und den Reichtum seiner Möglichkeiten entfaltet. Und dafür ist Nietzsche als jemand, der Lust macht, an dem Abenteuer, das man selbst ist in seinen Möglichkeiten, der Lust darauf macht, der Lust nicht auf Ausbildung, sondern auf Selbstbildung macht. Als so ein Philosoph ist Nietzsche mit seinem künstlerischen Talent, das er hat, mit seiner hinreißenden Sprache, ist er eine positive Verführungskraft. Ja, also wenn man irgendjemand jetzt auch heute einem Studenten oder so versuchen will klarzumachen, was die Schönheit eines Gedankens, was die Schönheit einer Sprache, was alles das ist, ja, was nicht einfach in einen utilitaristischen Zweck aufgeht, sondern was diesen spezifischen Mehrwert ausmacht, den das menschliche Leben ist, dann kann man das kann man dann bei Nietzsche sehen. Also Nietzsche macht das Denken zu etwas Kostbarem. Also das stimmt. Egal, was das einzelne Ergebnis nun sein mag, ja. Aber diese Wendung, ich hoffe, dass ich mich verständlich gemacht habe, da finde ich ihn gerade so wichtig. Ja, ich stimme Ihnen nicht ganz zu in der Ausgangsdiagnose. Es kann natürlich sein, dass ich ein bisschen verwöhnt bin durch unsere Philosophiestudenten. Aber wenn ich so sehe, also die intellektuell Aufgeweckten an der Universität, denen würde ich das eigentlich genau attestieren, dass sie bereit sind, ohne große Aussichten auf Karriere, ohne festes Berufsbild in der Zukunft, etwas aus sich zu machen. Mhm. Und ein Studium durchaus als eine Bildungsphase in ihrem Leben zu akzeptieren. Mhm. Also das würde ich gerne ein bisschen korrigieren. Also dieses karrierebestimmte Studieren geht in der akademischen Jugend doch immer mehr zurück. Was jetzt den anderen Punkt betrifft, wenn ich sage, Nietzsche wird historisch, dann bezieht sich das eben genau auf diese großen Themen, ewige Wiederkehr, Übermensch, Wille zur Macht, wo er eben fast ein unbegrenztes Anregungspotenzial hat, das sind eben die großen Aphorismenbücher, Fröhliche Wissenschaft, Menschliches, Allzumenschliches. Und wenn ich noch eins dazu sagen darf, Nietzsche ist besonders interessant für Leute, die sich für Sprache interessieren. Also die kleine Schrift über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn ist ja auch ein Grundtext. Ich meine, es ist in der Sprachphilosophie vollkommen falsch, was er da schreibt. Aber es ist eine ganz große Anregung. Und ich betone auch immer die direkte Verbindung von Nietzsche zu Wittgenstein und auch zur ganzen sprachanalytischen Philosophie unseres Jahrhunderts. Also dieses ganze Sensorium für Sprache und vor allen Dingen auch für Sinnkritik. Ja, aber weil das so ist, Herr Schnedelbach, da bin ich nun ganz heiliger Jana und sage, die Sprache ist das Haus des Seins. Also die Sprache ist, es gibt noch einige andere Dinge, die uns zu Menschen machen, aber die Sprache ist es ganz besonders. Und wenn die Sprache verwahrlost, ja, dann verwahrlost der Mensch. Gut, und da Nietzsche ist das Antiprogramm auch gegen die Verwahrlosung der Sprache. Da sind wir uns ganz einig. Ja. Ich möchte noch zum Schluss etwas aufnehmen, was Sie vorhin gesagt haben. Wir haben es jetzt nur gestreift, aber wir wissen es ja, Nietzsche wurde auf eine unheimliche Weise missbraucht und instrumentalisiert, also von den Nazis als ihr Philosoph annektiert. Und damit tut man ihm sicher Unrecht, ohne das Gefährliche an seinem Denken jetzt verharmlosen zu wollen. Könnte man von dem ausgehen, was Sie vorhin sagten, Herr Safranski, sagen, jede Zeit sucht sich so quasi ihren Nietzsche. Und heute ist es, nein, weil wir andere geworden sind, wie Sie das beschrieben haben, ist es aber in der Fülle seines Werks findet man einen Nietzsche für unsere Zeit. Ja, das ist schon das Eigenartige bei Nietzsche. Das ist so. Das ist so, wie Sie sagen. Und das hängt damit zusammen, dass er selber wirklich aus verschiedenen Nietzsches besteht. Ja. Und er selber hat das ja auch so empfunden. Nicht? Dann, wir schreiben den Sommer 88, dann kommt Genealogie der Moral. Ein Jahr vorher hat er das geschrieben, kriegt er jetzt wieder vom Verleger zugeschickt und sagt, das ist ja erstaunlich, was ich da geschrieben habe, habe ich ja ganz vergessen. Ja. Das heißt also, Nietzsche selber hat in verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Bühnen, in verschiedenen Registern gearbeitet. Und so ist es auch kein Wunder. Ja. Es gibt
wenn Sie so wollen, den authentischen Nietzsche gibt es gar nicht. Ja, bei ihm, es gibt zwar schon überhaupt nie so jemand, wo man sagen kann, das ist der Kern, aber bei Nietzsche gibt es das besonders nicht. Den authentischen Nietzsche gibt es nicht. Und auch die schlimmsten, also es sind ja schlimme Benutzungen von Nietzsche hat es gegeben, ja, also der Wille zur Macht ist dann von den Nazis adaptiert worden und so weiter. Gut, man kann sagen, das ist eine Verfälschung, war auch eine Verfälschung. Nur, die Verfälschung dort bestand darin, dass ein Segment sozusagen herausgekämmt worden ist. Ja? Also die Vereinseitigung und die Absolutierung war das Verfälschende. Es gibt aber solche Äußerungen, die sich in dieser Weise benutzen lassen, ohne Frage. Ja? Es gibt ein paar Sachen, wo man ihn auf jeden Fall nicht benutzen kann. Er war kein Nationalist, im Gegenteil, ein geschworener Feind des Nationalismus. Er war kein Rassist, ja? Er war kein Antisemit, er hat sie gehasst, inständig, er hat überhaupt alles, also wirklich richtig gehasst, wenn irgendwelche Leute, oft mittelmäßige Leute, nur weil sie sich jetzt als Arier oder als irgendetwas fühlen, glauben, eine Überlegenheit haben zu können. Diese ganze mediokre Gesinnung, also das hat er gehasst, das war ihm furchtbar, ja. Also da lässt er sich nur überhaupt gar nicht benutzen, ja. Aber es gibt Dinge, da kann man, Mussolini hat sehr intensiv Nietzsche gelesen, der hat sogar sich sehr intensiv damit beschäftigt und gerade diesen Willen zur Macht und diesen Dezisionismus, ja, diese Entschlossenheit hat er für sich verwendet, das kann man alles machen. Aber wir können aber auch an anderen Dingen bei Nietzsche anknüpfen und lernen. Ne? Ich möchte vielleicht noch sagen, ich habe vorhin vielleicht ein bisschen abfällig darüber gesprochen, dass Nietzsche zum Klassiker gemacht wird. Ich denke, dass er in einem guten Sinne auch ein Klassiker ist. Denn gerade in der Philosophie sind ja die Klassiker die Denker, die, wie ich vorhin schon sagte, eigentlich ein unbegrenztes Anregungspotenzial haben. Also wir lesen Platon unendlich weiter, obwohl niemand von uns die Ideenlehre vertritt. Und so, ich denke, so ist es mit Nietzsche auch. Er gehört einfach zu denen, die man lesen muss, aber die man auch lesen wird. Während Spinoza muss man nicht lesen, also oder Leibniz. Das ist, ich glaube, das ist der große Unterschied. Und da ist er uns auch noch nahe. Also er ist wirklich eben ein Repräsentant der jüngeren Moderne in einer Weise, die uns dann auch betrifft. Und zwar sowohl was das Gedankliche betrifft, wie auch den Gestus, dann vor allen Dingen dieses, was ich gar nicht hoch genug schätzen kann, diese bedingungslose Verpflichtung zur Redlichkeit, diese Selbstermunterung zur Desillusionierung. Das sind Dinge, die heute unbedingt nötig sind, die auf der Tagesordnung stehen und die auch nicht von der Tagesordnung verschwinden dürfen. Nietzsche lesen. Mit dieser Aufforderung beschließen wir dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Safranski, Herr Schnellbach, dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielen Dank. Zum Buch, das im Gespräch erwähnt wurde, hier noch die genauen Angaben. Rüdiger Safranski, Nietzsche, Biografie seines Denkens. Erschienen ist es im Hansa Verlag, München 2000. Sie können dieses Gespräch, wie auch die Sternstunde Religion, auf Videokassette bestellen. Dies ist die Adresse. ATV TV-Produktion Assmann, Unterer Kirchweg 35a, A6850 Dornbirn. Per Fax unter der Nummer 0043 55 72 31 7 55 oder per E-Mail atvassmann@aon.at. Am kommenden Sonntag sind wir in St. Moritz am zweiten Fest der Künste. Nur wenige Künstlerinnen und Künstler sind in der Lage, Kunst zu schaffen, ohne unterstützt zu werden. Doch wie weit ist eine solche Förderung sinnvoll? Und wie soll sie geschehen mit privaten oder öffentlichen Geldern? Dazu unser Gespräch aus St. Moritz heute in einer Woche. Jetzt folgt noch die Sternstunde Kunst, in wenigen Augenblicken gleich nach dem musikalischen Intermezzo.